So, hallihallo, hallöchen. Mein Zuckerschnütchen hat sich noch ein bisschen in die Wanne gelegt. Deswegen habe ich kurzer Zeit, bis unser Filmabend anfängt, heute mit dem Batman Trilogie, dem zweiten Teil, die St. Vincent vorzustellen. Und bevor ich es dieses Mal wieder vergesse, gehen wir gleich zur Ausrüstung. Immer klar, immer klar. Hier habe ich die Drehgeschwindigkeit optimiert, weil die Anordnung der Türme das verlangt. Schadensregulierung hier natürlich, ne, heil dich bitte hoch. Und hier die Reichweite erhöht. Ja, die üblichen Signale hier unten. Hier habe ich einen 20er Kapitän, den habe ich ja von Conqueror abgezogen. Von daher, ja. Wir gehen ins Gefecht. Wir haben Spaß. Wir haben mehr als Spaß. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben, glaube ich, eine Menge Spaß. Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe es wirklich. Schauen wir mal. Vorteil dieses Schiffs. Ihr beschleunigt unendlich schnell. Ihr habt einen Speedboost dabei. Ihr habt ein Torpedo pro Seite immer dabei. Aber der macht richtig Schaden auch. Und der kann gerade im Endgefecht, ne, Probleme lösen. 10 Kilometer nur, aber wie gesagt, gerade wenn ihr vor einem anderen Schlachtschiff steht, coole Sache das. Die Geschütze sind mit die genauesten im ganzen Spiel. Hätte ich nie gedacht. Ach, da Flugzeugträger, wie süß. Okay, hier sind eine Menge, ein dämliches U-Boot ist dabei, ein Achter. Okay, hier sind eine Menge Spaßziele dabei. Aber auch ein, zwei gefährliche. Geben wir es ruhig zu. Und die Borgogne ist auch immer ein hartes Ding. Von der Yamato habe ich persönlich nicht so Angst. Das ist jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, boah, nein. Da drüben ist nur eine Schliefen, also müssen wir darüber. Action Stations. Eieiei. Sound voll aufgedreht. Wir fahren mal rüber da. Wir haben die Chakalov, damit haben wir definitiv einen großen Vorteil. Wir haben eine relativ gute Flugabwehr. Wir haben allerdings auch, und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Schlachtschiff, nur 79.000 Schadenspunkte. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So. Und dann wollen wir mal die Jungs hier mal unterstützen. Wir haben eine Mino, eine Des Moines auf dieser Seite. Theoretisch, wenn es gute Spieler sind, ideal. Ne? Also wirklich ideal. Ah, jetzt habe ich dummerweise gerade umgeschaltet. Egal. Einmal zu viel gedrückt. Und wir haben den Torp schon ready. Ne? Also wir können schon mal abschießen. Ne? Und dieses Geeiere von dem Torp ist der absolute Hammer. Den finde ich so klasse. Das finde ich so genial. So, wir sind wieder voll geladen. Und wir sind schnell. Wir sind schnell. Die Implacable hat uns entdeckt. Wir haben keinen Abfangjäger. Wir haben nur... Sie hat aber auch keine wirkliche Lust auf uns, oder? Doch, sie will. Sie will... Jetzt will sie... Nee, sie will uns aufdecken. Das ist das Einzige, was sie will. Da steht schon irgendwas. Da steht ihre Minotaur. Gehen wir auf die Borgogne. Enemy submarine in sight. Oh. Das ist immer so lustig. Inside. Ja, wo denn? Wir haben sie angezündet und alles. Unsere Mino stirbt jetzt gerade den hellen Tod. Ja, schade drum. Ne, wenn man einmal die Joshua möchte,
Josche möchte wissen, wie sich das anfühlt, von einem Engländer eins auf den Deckel zu kriegen, soll sie kriegen, und unser Mino stirbt gleich. Ich habe sie nicht getroffen, nicht ansatzweise. Okay. Wo auch immer meine Schüsse hingegangen sind. Oh, so eine Josche tut weh. Wahnsinn, was hier los ist. Ich habe sie in meinen Eimer getroffen. Mein großer Nachteil mit der Josche ist jetzt... Ja gut, die Josche kann ich abschätzen. Das ist durchweg von Vorteil. Das ist durchweg unser Vorteil. Allerdings, wir haben auch so ein bisschen was schon eingesteckt von der Josche. Das darf man eben halt auch nicht vergessen. Hier kommen Torps von wem auch immer. Die haben, ach, die haben gar, Zerstörer gibt es gar nicht in dem Spiel. Sehr schön. Engine Boost activated. Das sind Josche Torps. Kann ja eigentlich nur Josche Torps sein. Oder hier steht irgendwo noch eine Zieten. Josche ist umgedreht. Respekt! Die Josche will sich mit einer Schliefen duellieren. Torpedos to port. Aber wieder nichts erreicht mit. 10.000 ist jetzt nicht der Burner. Leute, ich bin auf dem Weg, aber ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Ihr müsst mir schon so ein bisschen Zeit geben. Ne? Schliefen macht kein Dünnsinn da. Denkt dran, was die Torps von der Yoshino anrichten. Wer auch mal da mir wieder was sagen wollte. Ja, schade. Boah, die, das ist die. Warum sehe ich die jetzt nicht? Weil hier komischer Nebel ist oder was? Nicht erreicht, nicht weit genug vorgehalten. Pech gehabt. Theoretisch würde ich jetzt sogar Captain fahren, weil ich so dicht dran bin. Ist eigentlich der einzige. Die Josche ist Geschichte. Ich komme da rum. Nice. Ich fahre mit dem Schlachtschiff Captain. Ja, kurz festhalten. Ich fahre mit dem Schlachtschiff Captain. Ne? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, Jungs. Das war's dann dazu. Falls sie sich doch anschließt, hier rüber zu kommen. Langsam. Okay.
Ihr wollt alle sterben, ne? Ihr wollt alle sterben. Das ist echt. Also, ich habe noch nie ein Team gesehen, was so gerne stirbt wie dieses Team vom Gegner. Also, überlegt euch mal bitte. Und das ist. Hat nichts mit. Ich weiß auch gar nicht mal, was das mit Abschlachtrunde zu tun haben soll. Wenn hier Leute wirklich ohne Sinn und Verstand irgendwo reinfahren. Na? Was? Wo habe ich denn. Achso, der hat den Torb abgekriegt. Oh. Passiert schon mal. Ja, das war unser Desmoins, ist aber auch nicht so schlimm. Oh, du bist die ganze Zeit, ne? Da bist du geil drauf, ne? Jetzt wollen sie es alle wissen. Ja, kann man schon mal machen. Wer möchte hier als erstes? Nicht getroffen, okay. Und immer schön, ne? Punkt setzen, ne? Jetzt will die Hindenburg hier rumkommen und will mir jetzt die Torpedos setzen, glaube ich. Das ist so ihr Wunschdenken. Ich kann nicht begreifen, was sie hier machen. Ich kann das wirklich nicht begreifen. Da kommt jetzt Yamato, die jetzt auch in den Tod fährt. Alle wollen sie jetzt in den Tod fahren. Ja, das war jetzt keine. Ich habe keine Ahnung, was der Gegner gemacht hat. Ich kann das euch nicht beantworten. Das war eine Bande von. Es gab mal so einen Menschen, der hieß Klaus Kinski. Und wenn ich bei YouTube eingehe, Bande von Idioten, dann, ja. Wir haben zwei Schiffe verloren. Zwei. Von denen haben zwei überlebt, bevor wir haushoch gewonnen haben. Davon hat das U-Boot 115 Punkte gekriegt. Okay, er hier kriegt auch definitiv. Kriegen beide. Nicht nur, weil sie ein U-Boot spielen, sondern weil sie einfach grottenschlecht waren. Beide. Selbst der Amagi, ein Achter. Ne? Selbst unsere Mino, die hat überlebt, die da erst, wo ich erst dachte, Alter, was fährt die da volles Programm rein? Und so Desmoins, die wirklich, Jesus Maria und auch hier die Schliefen. Die Stalingrad, das sind alles so Schiffe, die muss man loben. Hier, den muss man loben. Achter. Mit 1328 Punkten. Damit gehört auch die Haram dazu. Und auch die Tschakalow, die Flugzeugträger in Achter mit 1100 Punkten. Ne? Immer noch alle über mir. Die muss man alle loben. Ne? Ich habe mich schön fein zurückgehalten. Und das ist nichts, auf was man stolz sein muss. Ne? Das war jetzt keine Runde, auf die ich hätte stolz sein müssen, dürfen, sollen, würde. Und ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Frank! Frank. Ich überlege gerade. Entschuldigung, ich bin mit Namen wie Schall und Rauch. Das ist nicht böse gemeint. Ich glaube aber doch, ne? Ja. Ja. Nur für dich!
Ja, nur für dich habe ich sie gekauft. Ich kann sie nicht mehr ausrüsten, aber ich habe sie schon mal gekauft für dich. Na? Mr. Schauer. Ich habe sie gekauft für dich. Natürlich kommt Mr. McLean da drauf, ne? Mr. McLean ist schon auf Stufe 15, ne? Also hat alles, was er so braucht, ne? Ja, wir sind jetzt bei 457 mm, wir sind bei 20,6 km Reichweite. Okay, das werden wir noch erweitern, aber Secondary ist bei 10. Das ist noch kein Riss. Auch die muss man noch erweitern. Leute, ich habe sie wieder, die Preußen. Hier stehen die Zehner am Hafen, die stehen Schlange. Ne? Die stehen mittlerweile Schlange, die Zehner. Ne? Die wollen einfach gespielt werden. Und ich weiß immer gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Ne? Es ist einfach so, wir können was mal Äußeres wieder. Tarnung gab es, glaube ich, sowieso gerade. Die hat man gratis gekriegt. Wenn man vorher den Kurfürsten erspielt hatte. Ja, die sieht genialer aus, finde ich persönlich. Wie immer, die Hamburg-Flagge für meine ehemalige Heimat. Und wir müssen uns natürlich über das Geburtsjahr des Hundes nicht unterhalten. Ne? Damit auch drauf. Ausrüstung. Auch auf Schlachtschiffe mache ich ein Deto-Signal. Da können sich Leute drum prügeln, streiten und können mir sagen, das macht man nicht, das gehört ja gar nicht drauf. Doch, das gehört da drauf. Das gehört da sowas von drauf. Ja, Leute, und ja, irgendwann werde ich sie voll ausgerüstet haben, dann kann ich sie auch spielen. Ne? Ich weiß zwar noch nicht, ob die Spiele dafür reichen werden. Und nein, ich werde jetzt nicht die Dings nehmen, die, das bisschen Geld, was ich noch habe, und ins erste Modul investieren, das werde ich später machen. Aber Leute, sie ist da, oder? Ich könnte sie natürlich auch einfach mal völlig unaufgerüstet spielen, aber nein, machen wir nicht. Wir waren bei der St. Vincent. Und die St. Vincent hat auch 457er Geschütze. Ladezeit ist auch gleich. Die Secondary ist leider nicht so gut. Keine Ahnung, ob man die wirklich so hoch pushen kann. Ich glaube nicht. Ist aber jetzt auch nicht so schlecht. Aber 23,8 Kilometer Reichweite. Ihr habt den Turbo Boost. Ihr müsst euch eben halt überlegen, außer in so Runden wie eben. Breitseite ist halt nicht mit dem Schiff. Ne? Funktioniert nicht. 80.000 läuft halt nicht. Trotzdem für mich das stärkste Schlachtschiff neben der Monty zurzeit, also abgesehen von Superstahl oder sonst was Schiffen, ich liebe sie. Auch wenn sie nicht sonderlich hübsch ist. Aber ich liebte auch die Sumo, die auch nicht sonderlich hübsch war. Also von daher, ne? Und keine Sorge, meine Freundin ist wunderhübsch. In diesem Sinne, schönen Abend. Ciao.